Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar, macht das schon was aus. Das nennt man Präzession. Das wird berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Lieber Amario, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In Mitte erscheint ein Engel. Und dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Azaliah und hat nach Kabbala die Zahl 47. Das ist dein persönlicher Schutzengel, Engel Azaliah, Engel der Wahrheit. Belehrt dich, die göttlichen Gesetze verstehen und anwenden in dein Leben. Hilft dir immer im inneren Gleichgewicht bleiben. Hilft dir, Neues aufzunehmen und es auch verstehen. Stärkt dein Gedächtnis. Hilft dir, Probleme lösen. Sorgt dafür, dass du in dieser Wahrheitsliebe bleibst und in dein Leben kommt die Wahrheit immer ins Licht. Stärkt deine Intuition, offenbart Wissen über die Sterne und führt dich dazu, mystische Erfahrungen zu machen. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, du hast wieder Lagna oder wieder Aszendent nach indischen Berechnung. Ich setze wieder hier in Osthorizont im ersten Lebensbereich. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Ich könnte auch sagen, du bist ein Kind davon. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen. Beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen wieder ist Feuerelement. Das zeigt die Begeisterung und die ständige Bewegung. Auch die Impuls, etwas in Bewegung setzen, all das, was dich begeistert. Also das heißt, du bist beweglich, sportlich und so bist du auch wahrgenommen. Über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars und das ist die männliche Energie, das heißt, du bist auch sehr männlich, sportlich, männlich. Aber nicht nur das, sondern auch kraftvoll und auch sehr mutig. Wieder ist auch mutig. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte und belehrt dich alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Und damit meine ich nicht nur
die materiellen, sondern auch des geistigen. Hier handelt sich also um die Werte und bedeutet auch Selbstwertgefühl. Nicht nur die Selbstwertgefühl und die Werte gehören in diesem Lebensbereich, sondern auch die Finanzen. Und energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, hat immer weniger Geld als die Menschen, die behaupten, ich bin es wert, ich habe das verdient und ich habe das im Besitz. Hier müssen wir auch auf die Formulierung achten. Nicht sagen oder denken, ich werde das in Besitz nehmen, sonst sprechen wir immer in Zukunftsform und es bleibt immer in Zukunft, sondern immer in Jetztform. Ich habe das schon im Besitz. Das fühlt sich anderes an. Hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Und Stier verkörpert auch Materie, Besitz und auch Geld. Du hast damit einen guten Bezug zum Finanzen, einen guten Bezug zum Werten und auch für Geld. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen in die Schulzeit. Wie hast du dich durchgesetzt bei Geschwistern oder bei anderen Kindern in die Schule? Das zieht sich wie rote Faden im ganzes Leben. Wenn dich damals unterdrückt haben, übersehen haben und du hast nicht gelernt, dich zu wehren, dann ist das viel schwieriger, später im Erwachsenenalter sich durchsetzen oder sich behaupten oder bei Konkurrenz die Stärke zu zeigen. Also diese Erinnerungen prägen uns. Und das zeigt auch, wie ist der Bezug zu Geschwistern, zum Konkurrenten und nicht nur das, sondern das Lernen. So wie in die Schule auch lernt man etwas, später im Leben bedeutet auch Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Das ist ein gewisser Austausch, bedeutet auch Informationen, Kommunikation, Informationen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge unterstützt dich dabei, schnell etwas verstehen, schnell lernen und auch diese Neugier, immer informiert zu sein. Und hier hilft dir einen höheren Bewusstsein, dieses Wissen hilft dir, dich zu behaupten im Leben, gerade wenn es um Konkurrenten geht. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte Leda. Zeus verführte auch Leda. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde schwanger von Zeus, aber wurde schwanger auch von dem König und gebar den beiden Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, dass Kastor musste sterben, war menschlich, also sterblich. Und dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte ihm, er möchte auch sterben. Er möchte nicht alleine bleiben, er möchte seinen Bruder auch nicht alleine am Sterben sehen. Und
Zeus antwortet dann, nein, ihr müsst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat beiden im Himmel gesetzt und sie läuten in Tierkreis, zeichnen Zwillinge, Castor und Pollux. Und diese Geschichte erzählt uns etwas Wichtiges. Wir Menschen haben eine Seele. Nicht nur Menschen, die Pflanzen, Tiere haben auch Seele. Ich würde sogar sagen, dass die Kunstwerke, wenn das mit Herz und Seele aus Liebe gemacht wird, dass die Künstler beseelt das auch. Sogar das hat eine Seele. Also wir haben eine Seele. Und diese Seele ist in unserem Inneren. Und das ist eine göttliche Funke, ein Teil von der göttlichen Schöpfung. So wie oben, so ist es auch unten. Also wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und das ist unsere Seele. Und weil das göttlich ist, ist auch unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Und die Seele hat die volle Erinnerungen, Gefühle, das ganze Bewusstsein und schaut wieder zurück und lässt Revue passieren. Und sinngemäß kann ich nur so vorstellen, dass Gott fragt die Seele, erzähl mir, wie hast du dich gefühlt oder wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ja wundervoll, ich fühle mich so frei, ich war so glücklich, das war eine wunderbare Erfahrung auf die Erde, dann hat die Seele sich befreit. Und genau davon erzählt auch die ägyptische Mythologie, die Wiegen, die Seele, wie leicht das ist. Das heißt, diese Leichtigkeit ist wichtig. Wenn die Seele sich befreit fühlt, dann hat sich vom Karma gelöst. Natürlich kommt dazu die Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Das muss die Seele auch ausgleichen. Aber wenn das auch ausgeglichen ist und die Seele fühlt sich glücklich, befreit, dann hat sich vom Karma befreit. Wenn die Seele aber sagt, ich habe das nochmal angeschaut und ich möchte das nochmal machen, weil ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, ja gut, dann mach besser. Und die Seele kehrt wieder zurück. Und wir sind in diesem Rad drin. Und das ist die Schicksalsrad. Und die Seele macht diese Seelenreise, diese karmischen Erfahrungen. Und die Seele sucht einen Weg, einen Schicksalsweg aus. Und ein Schicksal hat ein Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Aber die Seele braucht es. Die Seele sucht es auch selbst aus. Und genau das, was ein Geburtshoroskop widerspiegelt, diesem goldenen Weg. Aber unsere Intuition weiß es auch. Also intuitiv wissen wir auch, in welchen Weg sollen wir gehen. Und das ist diese zwei Teile in uns. Das Seelische, das Göttliche ist wie Pollux und unserem Schicksalsweg, das Menschliche, was wir bewusst erleben auf die Erde, das ist das Begrenzte, das ist dieses Schicksalsweg, das Menschliche, das ist Castor. Und hier vereint sich die beiden. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und wir spüren das Göttliche in uns. Oder haben wir einen anderen Bezug zu unserem Inneren, zu unserer Seele.
Und wenn wir unsere Seele kümmern oder zur Ruhe kommen oder meditieren, dann entdecken wir etwas in uns selbst, eine Quelle, eine wirklich göttliche Quelle, und das nennt man Intuition. Und wenn da sprudelt was, dann heißt, wir sind intuitiv und lassen uns inspirieren im Leben. Und dann können wir unserem Leben kunstvoll gestalten und verstehen wir die Schöpfung und werden wir unserem Leben wirklich schöpferisch gestalten. Was uns blockiert, das sind die Angst. Und jetzt sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert. Hier sind unsere Ahnen, unsere Herkunft, unsere Traditionen, unserem Zuhause. Aber nicht nur das, sondern die Basis, die Fundament. Wir brauchen das, weil das gibt Halt in unserem Leben. Und auf das können wir alles bauen, aufbauen, und das wächst und dehnt wie ein Baum. Das ist die Wachstum, und das dehnt sich auch aus bis zum Krone, bis zum Spitze, das Horoskop, das Höchste, was wir erreichen können, wo wir auch Ansehen und Anerkennung dann auch bekommen. Aber die Wurzel ist diese Basis, brauchen wir auch. Das kann ich mit der Wurzelchakra auch vergleichen. Das brauchen wir, weil das gibt uns die Halt, und das steht mit, auch mit Mutter Erde in Verbindung, verwurzelt zu sein mit unserer Erde. Hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Krebs zeigt die Familie, das Zuhause, und das passt auch ganz gut. Das soll familiär sein, ein warmes Nest, du brauchst es. Auch wenn du viel unterwegs bist, du brauchst immer das Gefühl zu haben, dass im Hintergrund fängt dich etwas auf. Du hast Familie, du hast diese Zuhause. Aber Krebs zeigt nicht nur den wohnlichen Bereich, diese wohnlichen Situation, sondern unseren Inneren, wo die Seele wohnt. Ich könnte sagen, einen inneren Tempel aufbauen. Wenn wir meditieren, dass wir diese inneren Tempel besuchen können. So gestalten nach Fantasie, jeder nach ihren Fantasie. Das kann ein gemütliches Wohnzimmer sein, das kann ein Blumenwiese sein. Wichtig ist die Ruhe, dass wir die Ruhe finden. Und dann kommt der nächste Lebensbereich, die Kinder. Dein eigenes Kind, später dein Enkelkinder, aber auch die Kindheit und inneren Kind. Und ich empfehle immer wieder auf diesem inneren Kind auch pflegen und stärken, dass wir zu uns selbst sagen, oh, ich bin so stolz auf dich, das hast du so gut gemacht. Solche Sätze stärken uns. Aber nicht nur dieses inneren Kind ist hier wichtig, sondern das Leben genießen, schöpferisch gestalten, die Lebensfreude. Oder etwas mit Humor zu nehmen, über viele Dinge mal lachen. Ich würde sogar sagen, das tut auch gut oder stärkt uns sogar, wenn wir auch über uns selbst lachen können, wenn wir mal stolpern, dass wir das mit Humor nehmen. Und dann geht das alles immer weiter. Und nächstes Mal machen wir das besser, stolpern wir nicht mehr. Und hier heißt du Löwe. Und Löwe braucht wirklich diese Bühne. Das ist eine Lebensbühne, wie ein Theater, und du spielst hier die Hauptrolle und brauchst auch die Bewunderung, und du genießt es auch, diese Lebensfreude zu haben. Das ist schon schöpferische Kraft. Der nächste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier heißt du Jungfrau. Und die Jungfrau steht
zum Heilung und zum Gesundheit, auch zum Reinigungsprozesse, aber auch das Wissen, auch medizinische Wissen, das wäre eine Richtung, wo du deine Berufung leben kannst. Wenn du betrachtest in diesem Moment deine Geburt, dann erkennst du hier in Westhorizont, das ist die Osthorizont, das ist die Westhorizont, ein Spiegel. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, wir schauen in dieser Spiegel und da erkennst dein Seelenpartnerin. Und das hast du in deiner Geburt gesehen. Und die Kinder haben noch diese Erinnerung bis etwa dritte Lebensjahr. Dann ist das alles im Unbewussten. Hier ist auch die Sonnenaufgang, also die Osthorizont. Das steigt nach oben und die Westhorizont, wie Sonnenuntergang, steigt nach unten. Und die unteren Teile, das Horoskop, symbolisiert das Unbewusste. Das heißt, in dem Moment sehen wir hier etwas in diesem Spiegel. Später ist das alles hier im Unbewussten. Und die obere Teil ist das Bewusste. Hier hast du Waage. Die Waage symbolisiert auch die Partnerschaft. Das heißt, für dich ist das sehr wichtig. Und du suchst auch, oder deine Seele braucht eine Frau, die ausgeglichen ist und liebt das Schöne, das Kreative. Der nächste Lebensbereich ist gar nicht einfach zu erklären, aber ich versuche das. Der achte Lebensbereich heißt der Tod. Wenn ich jetzt sage, ja gut, hier sind Themen, was mit Todesfall und Erbschaft zu tun hat, liege ich auch nicht falsch, weil tatsächlich das beschreibt es auch. Aber das ist so ein winziger Teil und eigentlich ist gar nicht den Tod gemeint, sondern das Leben. Und das erklärt die Pluto-Energie, weil Pluto herrscht hier. Pluto raubte Persephone. Pluto herrschte über die Unterwelt. Und das hat nicht mit Kriminalität was zu tun, sondern das ist die Todesreich oder das Unbewusste. So ist vielleicht besser zu verstehen, die Pluto-Energie, das Unbewusste in uns. In diesem Bereich herrscht Pluto. Nun, Pluto verliebte sich an Persephone und erraubte sie und nahm mit sich in Unterwelt. Gab ihr ein Granatapfel, das war auch das Symbol für Fruchtbarkeit, und Persephone hat sich auch verliebt und blieb bei Pluto oder Hades. Demeter war die Mutter von Persephone und Demeter bedeutet die Natur auf unserem Planet Erde, das Leben auf die Erde und auch die Getreide. Und Demeter suchte ihre Tochter Persephone und da war so verzweifelt und so traurig, sie könnte nicht mal um die Natur, um die Getreide kümmern und die Menschen haben gehungert, das war die 7 mageren Jahre. Dann haben die Götter überlegt, ja, was machen wir jetzt? Das können wir nicht mehr so zuschauen oder das zumuten. Die Menschen, die brauchen auch die Ernährung, auch die Getreide. Also haben sie Hermes, den Götterbote, zum Unterwelt geschickt. Nicht jeder darf da eintreten, aber Hermes darf alles. Also Hermes kam zum Pluto, also Merkur oder Hermes, und sie haben sich verhandelt und haben sich geeinigt. So, dass Persephone ist halbes Jahr bei ihm und halbes Jahr ist bei Demeter, bei Mutter Erde oder bei Natur Erde und sorgt dafür, dass der Frühling kommt. Diese Geschichte symbolisiert die Jahreszeiten. Diese halbes Jahr oder Winterzeit, Herbst und Winterzeit, wo sich die Natur ruht und am Frühling blüht alles wieder auf.
Und das ist das Kreislauf des Lebens. Das zeigt diese ganze Geschichte. Und das ist auch Plutos Bereich, was Wiederkehrendes. Wenn wir Tiefschlaf haben, und das ist sehr erholsam, weil die ganze Körper regeneriert sich wieder, das ist auch Plutos Bereich, weil sind wir in diesem unbewussten Zustand, oder wie sich die Zellen sich erneuern. Diese ganzen Prozesse, die Erneuerungsprozesse, das ist auch Pluto. Oder die Sexualität ist Pluto-Energie. All das gehört in diesem Bereich. Die Erneuerungsprozesse, die wiederkehrend etwas Neues starten, beginnen. Aber damit wir das gestalten können, muss immer wieder etwas aufgeben. Und das sind diese Prozesse des Loslassen. Wir müssen nicht immer alles loslassen. Aber die Hindernisse auf dem Weg räumen oder Gefühle verabschieden wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. All das, weil das sind die Erneuerungsprozesse. Dann haben wir diese frische Kraft in uns und mit dieser Kraft können wir etwas gestalten. Und das lernen wir hier. Und hier hast du die Skorpion. Und Skorpion passt auch, weil das ist Skorpion-Thema gerade. Das sind die alchemistischen Prozesse. Und weil Skorpion zum Wasserelement gehört, handelt es sich auch um Gefühle. Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Gefühle loslassen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil die sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Die blockieren uns und all diese Prozesse. Aber gehört hier auch die Sexualität, Thema Sexualität, Leidenschaft und das passt auch zum Skorpion. Die neunten Lebensbereich sind wir bei Großreisen und das heißt Ausland oder Urlaub oder Kontakte im Ausland, aber bedeutet auch die Prüfungen im Leben oder eine höhere Bildung, bedeutet auch eine innere Reise, religiösen, spirituellen Themen. Hier hast du Schütze und das passt auch sehr gut, weil Schütze zeigt auch diese Begeisterung. Du reist auch gern, du liebst die Bewegung, du bist auch offen für fremde Kulturen, das Kennenlernen, viel unterwegs zu sein, aber die Interesse hast auch an die göttliche oder in diesen spirituellen Weg zu gehen. Der höchste Punkt des Horoskopes ist die Krone, wo wir Anerkennung und Respekt bekommen. Zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele, wo liegt die Berufung. Hier hast du Steinbock. In ersten Lebenshälfte schränkt die Steinbock ein und zeigt Strenge. Vielleicht oft auch sogar Lernaufgaben. Und ich kann das so vorstellen, dass im jungen Jahren haben immer anderen über dich beherrscht oder versucht haben, dein Leben zu bestimmen und haben sie vorgeschrieben, was zu tun muss. Und das sind die Einschränkungen. Im zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock sehr angenehm und unterstützen und wir brauchen die Steinbock-Energie. Und da sind so viele, so große Wertschätzung, kann ich das beschreiben, diese Steinbock-Energie. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Saturn unterstützt uns in unserem Schicksalswegen. Weil lenkt ein bisschen unserem Schicksal. Es ist nicht immer angenehm. Aber wir lernen auch viel, weil Saturn ist auch der große Lehrmeister. Saturn herrschte im goldenen Zeitalter. Und die goldenen Zeitalter war noch die paradiesische Zustände. Auch die Reichtum. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser immer die Saturn-Symbol verwendet, auch bei
die Münzen, aber auch ihren Thronen, das kann man schon erkennen. Also das ist noch die Erinnerung auf diesem goldenen Zeitalter. Und das waren die paradiesischen Zustände. Und die Steinbock zeigt uns in unserem Leben, wir finden auch ein Stück Paradies. Das Gesamte ist kein Zuckerschlecken. Und wir können nicht behaupten, wir leben im Paradies. Aber wir können ein Stück Paradies erschaffen in unserem eigenen Leben. Wenn wir das leben, was wir als Ziel setzen. Und was sollen wir als Ziel setzen? Das, was uns begeistert. Und das erreichen. Und die Steinbock zeigt, es ist möglich, die Träume zum Leben, unsere Wünsche, all das, was uns begeistert, als Ziele setzen. Und die Steinbock zeigt diese Kraft, nicht aufgeben. Das ist die wichtigste Aussage des Steinbock. Egal, wie schwierig das erstmal erscheint. Sondern die Hindernisse aus dem Weg räumen und geduldig zu sein. Nicht aufgeben, sondern weiter diesen Weg gehen, bis wir diese Ziele erreichen. Das symbolisiert dann das Spitze des Berges. Und die Spitze des Berges ist das, was wir erreichen wollen. Und wenn wir dort angekommen sind und wird Realität, und Steinbock zeigt es auch, das ist Erdeelement, das ist Realität, dass hier haben wir dann wirklich einen festen Boden unter unseren Füßen, das ist dann wirklich die Realität, dann haben wir ein Stück Paradies erschaffen in unserem Leben, was uns glücklich macht und gibt uns die Stabilität, nicht nur das, sondern auch Ansehen und Anerkennung, bei anderen bewundern das auch. Und das ist Steinbock und zeigt, wie du deine Ziele erreichen kannst. Und für dich ist es sehr wichtig, diese Anerkennung und Ansehen, auch ein Status in der Gesellschaft. Der nächste Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen auch Freundschaft schließen mit unseren Träumen. Und hier liegt auch die Freundschaften und soziale Kontakte. Hier heißt du Wassermann. Die Wassermann fühlt sich außergewöhnlich, einzigartig, und du hast außergewöhnlichen Freundeskreis oder deine Freunde, Bekannte sehen dich als ein ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Mensch. Es ist Luftelement, Leichtigkeit, diese Gelassenheit auch, dieser Austausch, Ideen austauschen. Und da ist schon diese Beweglichkeit hier spürbar, aber wenn das um dein Privaten geht, dann lässt du das nicht zu, dass da jemand einen Einblick hat auf dein Privatleben, weil ein gewisser inneren Kreis hast du. Und das kommt daher, dass über die Tierkreiszeichen Wassermann herrscht Uranus und aber auch Saturn. Saturn ist der innere Kreis. Das kannst du so vorstellen, du bist in die Mitte und um dich herum ist wie ein Kreis. Das ist eigentlich die Sonnensymbol. Und dann kannst du sagen, das bin ich selbst, das ist so mein Leben, das ist so mein inneren Kreis oder mein Privatleben. Und da kommt nicht jeder rein. Das schütze ich auch. Da machst du komplett zu. Das sind nur ganz wenige Menschen, die innerhalb in diesem Kreis in dein Leben betreten dürfen. Weil da setzt du Grenzen. Das ist die Saturn-Prinzip. Und außerhalb von diesem Kreis wirkt Luft und Uranus, dann ist es großzügig. Viele, viele Bekannte, aber du bist sehr wählerisch, wer darf zu nahe treten. Bis ein gewisser Grad ist alles erlaubt und nimm das mit Leichtigkeit, mit Humor, aber wenn das zu nah ist zu deiner privaten Sphäre,
dann grenzt du das ein. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen und auch die Ursache nach etwas, zum Beispiel die Ursache, die Erkrankungen. Hier ist auch Tiefpsychologie und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus 2 Fischen und das ist Wasserelement und die Wasserelement hat mit Gefühlen was zu tun und die Fischen schwimmen in Wasser. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und hat ständig Angst, zweifelt an sich selbst, zweifelt um alles und hat selbst Mitleid und andere leiden auch mit. Und ich würde sogar behaupten, dass viele Fischengeborenen genießen das auch. Die genießen, dass alle um sie kümmert. Und die Probleme werden aber nicht gelöst, weil die Angst bleibt, die Zweifel bleibt, die Selbstmitleid bleibt auch. Und die Menschen leiden alle mit und kommen die Streicheleinheiten, bis die anderen dann das durchschauen und nicht mehr dieses Spiel mitmachen. Und dann kommt die Depressionen, ja, oder Alkohol oder Drogen oder sonst was. Weil die finden keinen Ausweg, weil die sind in ihren Gefühlen in einem Labyrinth, wie ein Sprudel, was alles nach unten zieht. Das ist die Kundalini-Energie, die eine, die mit Angst geladenen Energieform, wo alles blockiert. Das ist die eine extreme Richtung. Und die andere Richtung ist die Fischengeborenen, die ihre Träume leben. Und das gibt auch. Ich empfehle immer wieder die Biografie von Arnold Schwarzenegger lesen. Weil er hat seinen Traum verwirklicht. Und dieser Traum hat er in jungen Jahren. Und das war der Fokus. Immer. Und das ist hier gemeint. Ein Traum zu haben. Und an diesem Traum glauben. Und das Vertrauen und das nicht aufgeben, sondern das ist die Fokus. Und wenn das die Fokus ist, dann lenkt man die Aufmerksamkeit, lenkt man Energie drauf. Die Energie verdichtet sich und wird Materie, das heißt Realität. Und hier ist die Reichtum verborgen, hier im Tierkreis zeigenden Fischen, weil es zeigt, wie wir unserem Träumen leben. Ein Traum zu haben, eine Vision, die Energie auf diesen Traum lenken, dann das Vertrauen, daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen. Und dann kommt das im Fluss. Und immerhin dieses Vertrauen, das ist eine Gewissheit. Ist man davon überzeugt? Man ist davon überzeugt, genau das so wird auch kommen. Und die ganze Wunder besteht daran, dass das tatsächlich so ist. Ja. Genau so ist es. So, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier im 11. Lebensbereich. Und das heißt, du kannst dein Selbst verwirklichen, wenn du deine Hoffnungen, deine Wünsche nicht aufgibst. Und natürlich auch Freundschaften sind auch sehr wichtig. Oder etwas organisieren, die sozialen Kontakte ist sehr wichtig, weil da kannst du deine Ideen dann verwirklichen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und das zeigt deinen Gefühlen. Und dein Gefühl sagt, wie wichtig das ist, alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist, auch Geld. Geld gehört auch dazu. Und du hast ein sehr gutes Gefühl zum Geld. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Zeigt auch die männliche Energie. Und das hast du in Skorpion. Und das ist sehr, sehr kraftvoll,
Weil Mars herrscht über die Skorpion. Mars herrscht über die Skorpion und Mars herrscht auch über die Widder. Also du bist sehr Mars betont und das zeigt männlichen Kraft, Sport, Bewegung auch, Mut auch und Leidenschaft. Und hier, Mars fühlt sich im Skorpion auch wohl, Mars herrscht auch über die Skorpion. Nicht nur Mars, sondern auch Pluto. Und dann kommt noch die Pluto-Energie dazu und das zeigt die inneren Kraft und Überzeugungskraft. Aber hier möchte ich etwas doch beschreiben. Weil hier im achten Lebensbereich hast du hier einen Transformationsprozess. Und das bedeutet, du brauchst deine Kraft im Leben. Und du sollst in deiner Kraft bleiben. Und diese Transformation, achte Haus oder achte Lebensbereich, ich mag diesen Begriff Häuser nicht, dieser achten Lebensbereich zeigt dir, hier hast du eine Lernaufgabe, etwas transformieren. Und das bedeutet, alles, was diese Kraft raubt, verabschieden. Dazu gehören natürlich auch Gefühle wie Angst oder Zweifel, ganz klar. Aber nicht nur das, sondern auch Menschen, die deine Kraft rauben, da die Mut haben und sagen, nein, ich habe kein Interesse oder nein, ich habe keine Zeit. Ohne Schuldgefühl, ohne dafür rechtfertigen, sondern das ist dein Recht, diese Entscheidungen zu treffen, weil dann verstehst, wie wichtig das ist, dass du in deiner eigenen Kraft bleibst. Merkur ist der Planet, was die Kindheit, Jugend als Zeitqualität symbolisiert. Aber nicht nur das, sondern auch die Handlungen. Merkur ist auch der Planet der Kaufleute. Oder Merkur ist auch der Planet für Kommunikation und Wissen, das praktische Wissen. Merkur hast du im Steinbock. Und das bedeutet, mit diesem Merkur-Energie hier im Steinbock und dein Mond im Stier, du kannst dich geschäftlich verwirklichen, so dass dein Geschäft, was du, egal was du aufbaust, egal was das ist, alles, was dich begeistert, wovon du überzeugt bist, du machst immer Geld und hast immer Erfolg. Natürlich, Merkur bedeutet hier auch Wissen vermitteln, in Öffentlichkeit sein, wie zum Beispiel Verträgen halten. Oder Merkur hat auch einen Bezug zum Bücher zu veröffentlichen, aber ist auch der Planet der Kaufleute. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und diese Rückläufigkeit bedeutet karmischen Themen. Und das hast du hier im Jungfrau und wirkt auf den Alltag, wirkt auf den Beruf und wirkt auf Gesundheit auch. Jupiter vergrößert etwas. Und du kannst dich beruflich ausdehnen, ganz klar. Jupiter gibt dir auch die Chancen, die Möglichkeit und auch das Glück, das Aufbauen. Diese Rückläufigkeit bremst dich, weil da hast du karmischen Themen, Erinnerungen. Und das ist die Jungfrau, wo ein bisschen kritisch betrachtet. Wo ich kann das so vorstellen, du hast vielleicht eine Idee und möchtest dein Geschäft aufbauen. Und du weißt, da kannst du investieren, das dehnt sich aus und du lebst diese Vorstellung und vertraust es auch und du spürst, dass du ein gutes Gefühl zum Geld hast.
Und dann kommt diese Jupiter-Energie, wo wirklich darum geht, im Taten investieren oder etwas vergrößern oder mit deinen Können, mit deinem Wissen bewusst zu sein, mit deinen Größen bewusst zu sein. Die Jungfrau hilft dabei, das in Ordnung zu bringen. Ganz klar, die Jungfrau unterstützt es. Jungfrau ist auch bescheiden. Das heißt, du übertreibst das nicht. Aber die Jungfrau kann auch ein bisschen kritisch sein. Auch kritisch dir selbst gegenüber. Und dann kommen solche Gedanken, ich bin nicht gut genug. Oder ich sollte perfekt sein und es fehlt die Perfektion. Und das schränkt dich ein. Und da brauchst du diese Überzeugungskraft und Selbstvertrauen und sagen, ich vergrößere mich und ich vergrößere mich, jetzt fehlt mir nicht die richtigen Worte dazu ein, dass ich hinauswachse. Ich glaube, so heißt es auch, hinauswachse und ich lasse mich nicht selbst mich einschränken, sondern ich vertraue, dass es wirklich gut läuft und ich baue das alles auf und dass du vertraust dein Können, dein Wissen und dein Erfolg, deinen beruflichen Erfolg. Venus hast du im Tierkreiszeichen Fischen und Saturn auch. Venus ist eine weibliche Energie, aber das haben die Männer auch, weil das zeigt Kunst, Kreativität, Schönheitssinn, die Bedürfnis nach Frieden, nach Harmonie. Und das haben die Männer auch. Also sie haben auch Venus-Energie, so wie wir Frauen haben auch Mars-Energie. Also das wäre diese Venus-Eigenschaft hier, dein Schönheitssinn oder deine künstlerische Begabung. Aber Venus bedeutet auch die Liebe, Partnerschaft und die Partnerin, die Frau. Und das hast du hier in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier hast du aber auch Saturn. Und Saturn zeigt gerade hier im 12. Lebensbereich Karma. Das heißt, du erlebst die Partnerschaft und lebst auch deine Träume. Das ist die Tierkreiszeichen Fischen, wo das zulässt, die Träume zum Leben. Aber wenn hier Angst dabei ist, wie Verlustangst oder Angst von Nähe, das kann blockieren. Immer auf den zwei Fischen achten, die zwei verschiedenen Richtungen. Also wenn du in die richtige Richtung bewegst, als wie dieser Tierkreiszeichen Fischen zeigt auch, dann lebst du deinen Traum in die Liebe Partnerschaft. Und genau das ist die Lernaufgabe, was Saturn erteilt. Das zum Lernen, das zu vertrauen, dass du deine Vision lebst, dass du deinen Traum lebst und hier im 12. Lebensbereich mit Saturn-Einfluss, was auch mit Karma etwas zu tun hat. Das heißt, diese Liebe ist karmisch, dass ihr kennt euch von früheren Leben, dass ihr euren Seele schon begegnet hat oder euren Seele kennt sich von früheren Leben. Das nennt man karmischen Begegnungen oder schicksalshafte Begegnungen. Immerhin ist Saturn der Planet der Schicksal. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen im Leben oder zeigt Einzigartigkeit oder etwas Außergewöhnliches. Uranus ist rückläufig, hat auch mit Karma was zu tun, mit Vergangenheit, hier im Jungfrau und wirkt auf den Beruf. Dass du hier Umbrüche und Veränderungen wirst haben in beruflichen und dass du ein außergewöhnliches Talent hast, eine Berufung zum Leben, was du vergrößern kannst, aber vorausgesetzt ist, du bist mit deinem eigenen Können, Wissen, mit deiner Größe auch bewusst.
Und das sind karmische Themen. Ich könnte das so vorstellen, dass du dich nicht wirklich verwirklicht hast im früheren Leben und jetzt deine Seele sucht diesen Weg, dass du dich in diesem Leben dann wirklich beruflich verwirklichen kannst, dass du deine Ziele, deine beruflichen Ziele erreichst. Neptun ist in Skorpion. Neptun zeigt die Träume. Du als Mann sollst du deine Träume leben und das ist die liebe Partnerschaft. Genauso wie hier in Fischen. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fische. Und hier hast du die Lernaufgabe, dieser Traum zum Leben. Was kann dabei blockieren? Die Angst, Verlustangst, nichts anderes. Also die Verlustangst überwinden, diese Angst loslassen, das ist die Transformation hier. Dann kommt dein Mars-Energie in Wirkung, das ist deine Männlichkeit. Und dann kommt deine Fantasie, deine Vorstellung, deine Träume. Und dann hast du die Liebe. Und das ist wie eine Befreiung. Und diese Befreiung ist dir wichtig. Das zeigt Saturn, da hast du die gordischen Knoten. Das ist eine Lernaufgabe. Ich erkläre gleich, was damit ich meine, aber erstmal noch Pluto. Pluto ist rückläufig, auch karmischen Themen, auch im Jungfrau. Also das ist die Berufung Leben. Diese Neugeburt oder Befreiung möchte ich erklären. Dein Aszendent ist Widder. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang, steigt nach oben. Kurz davor, etwa halbe Stunde vorher, ist die Tierkreiszeichen Fischen, war noch hier. Also halbe Stunde vorher ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen mit Venus und Saturn. Aber in diesem Moment, wo die Tierkreiszeichen Fischen und Venus und Saturn die Tageslicht erblickt hat, weil die sind aufgestiegen in Osthorizont wie ein Sonnenaufgang. In diesem Zeitpunkt bist du noch gar nicht geboren. Du warst noch im Mutterleib. Und trotzdem sind sie ganz nah zu dir. Ganz nah. Und die flüstern etwas. Und Venus und Saturn weißt, du wirst bald geboren, noch paar Minuten und dann kommt deine Geburt. Und die sind da dabei. Und das sind Geheimnisse, auch karmische Themen, karmische Erinnerungen. Und das heißt, Venus, deine Partnerin, die Liebe und Saturn hat auch was zu sagen. Bring das in Ordnung, lass dich nicht einschränken. Lebe diese Liebe, lebe deinen Traum und lass dich nicht von Ängsten, von Verlustängsten dich blockieren. Wahrscheinlich hast du sowas erlebt oder habt ihr sowas erlebt im früheren Leben und da sind diese Erinnerungen, was Angst, diese tiefe Angst auslöst. Und die beiden Planeten fühlen sich genauso wie im Geburtsmoment, wo noch du im Mutterleib warst. Diese beiden Planeten fühlen sich so, wenn sie noch gar nicht geboren wären und warten darauf, befreit zu sein. Wie eine Neugeburt, wie eine neue Identität. Und was wäre diese Neugeburt, diese Neuigkeiten, die neue Identität, die Liebe genießen, dieser Traum
ohne Angst, ohne Einschränkungen. Und dann fühlt sich Saturn und Venus befreit. Das kommt auch nicht ungefähr, weil das hat auch mit der Schwangerschaft deiner Mama auch was zu tun, weil die 12. Lebensbereich beschreibt die Schwangerschaftsmonaten. Was hat deine Mama erlebt während die Schwangerschaft? Das hat mit ihrer Weiblichkeit was zu tun. Und Saturn hat was ausgelöst, dass sie Angst bekommen hat oder war ein Todesfall oder etwas passierte in dieser Zeit, wo sie mit dir schwanger war. Und deine Mutter überträgt die Gefühle auf das Kind. Und das hast du mit der Muttermilch auch eingesaugt. Das heißt, hier hängt alles zusammen. Die ganze Schwangerschaft, wie deine Mama das erlebt hat und ihre Emotionen wurden übertragen auf dich. Und dazu kommen noch karmische Erinnerungen, dass da etwas passierte, wo Angst auslöst und diese tiefe Angst hast in dir. Und jetzt in diesem Leben ist ein Lernaufgabe hier, diese Venus-Energie, diese Liebesenergie, diese ich fühle mich eingeschränkt, das kann sogar dazu führen, dass dir schwer, dass du damit schwer tust, über Gefühle zu sprechen. Vor allem, du bist sehr männlich, hast wieder Aszendent und das ist männlich. Und dann hast du Mars in Skorpion und das ist ein sehr starker Mars. Das heißt, du bist sehr männlich, was auch gut, du bist auch ein Mann, also es ist dein Vorteil auch, du bist sehr männlich. Ja, und wenn das um die Liebe geht oder um die Gefühle geht, mit Mond im Stier brauchst immer die Sicherheit und Stabilität. Stier möchte das Leben genießen. Stier möchte auch etwas festhalten. Stier neigt sogar zum Eifersucht. Und Stier neigt auch etwas in Besitz zu nehmen. Jetzt übertreibe ich auch wieder. Stier neigt manchmal dazu, die Partnerin als Besitz betrachten. Und der Grund ist auch Angst, das festzuhalten. Und hier bei diesem Thema jetzt zurück zum Venus und Saturn. Ich könnte mir das vorstellen, dass hier Angst eine Rolle spielt, Verlustangst, dass diese Liebe verloren gehen könnte. Und das hat mit deiner Beziehung nichts zu tun, deiner Ehe nichts zu tun. Das hat mit dir nichts zu tun. Das hat mit deiner Partnerin oder Ehefrau nichts zu tun, sondern das löst aus erstens karmischen Erinnerungen, zweitens all das, was deine Mama erlebt hat während die Schwangerschaft. Es hat nicht mit der Erziehung was zu tun, sondern das ist die Zeit, die Schwangerschaft. Und dieses Gefühl, oh, könnte was passieren, Angst davon, dass diese Liebe oder diese Beziehung verloren geht. Also die Bedürfnis ist da, das festzuhalten. Und das kann einschränkend wirken, das kann einschränkend wirken. Und weil das alles hier, diese Energie im Verborgenen liegt und du bist sehr, sehr männlich, könnte ich mich vorstellen, dass gar nicht einfach für dich ist, über Gefühle zu sprechen. Und das ist wichtig, dass hier das befreit ist, dass du frei fühlst, dass du das sagen kannst, was du sagen möchtest.
Nicht nur das, sondern auch Merkur im Steinbock tut sich auch nicht einfach etwas, gerade wenn das um Gefühlen geht, über Gefühlen zum Sprechen. Sondern die Neigung ist eher, wenn das Thema ist Liebe, Partnerschaft und man sollte über Gefühlen sprechen, dass du eher dazu neigst, zurückziehen oder du verschluckst den Worten. Und es ist nicht einfach, über Gefühle zu sprechen. Kann die Ursache auch sein, dass du denkst, das ist nicht männlich genug. Wenn du so feinfühlig, du bist feinfühlig, aber wenn du das in Ausdruck bringst, dass er nicht männlich genug erscheint, könnte auch sein. Aber das kannst du besser einordnen. Jetzt Rahu und Ketu. Es gibt eine Drache. Dieser Drache erscheint immer wieder auch in die Mythologie, aber auch im Sternbilder. Dieser Drache symbolisiert erstens unsere Ängste. Und der Drachentöter zeigt auch, wie wichtig das ist, Angst loslassen. Das ist die Befreiung. Und dieser Drache, was ich jetzt astrologisch meine, das zeigt unserem karmischen Weg, unserem Seelenreise. Und dieser Drache ist getrennt. Bei dieser Drache wurde die Kopf abgeschnitten. Und wir haben zwei Teile. Einmal der Körper und das kennen wir, dieser Drachenkörper. Weil da ist die ganze Erinnerungen, die ganze karmischen Erinnerungen, all diesem Lebenswegen, wo wir schon gegangen sind, was unsere Seele kennt. Das ist das Unbewusste. Das kennen wir schon. Und dieser Drachenkörper nennt man Ketu und das hast du im Jungfrau. Das hast du hier. Das kennst du schon. Und das ist Thema, dein Leben in Ordnung halten, arbeiten und auch die Heilung. Es ist möglich, dass du das nicht ausgearbeitet hast oder dass du dich etwas eingeschränkt gefühlt hast, dass dieser ganze Talent nicht wirklich zum Wirkung gekommen ist, sondern du könntest viel, viel mehr draus machen, das ist gut möglich, aber dass du heilerische Fähigkeiten hast oder du bist mit Medizin sehr vertraut und das hast du beruflich gemacht, da hast du die karmischen Erinnerungen. Und nicht nur Ketu, diesen Drachenkörper, zeigt es, sondern auch Uranus und Pluto, die sind rückläufig. Und Jupiter ist auch rückläufig. Rückläufiger Jupiter, rückläufiger Uranus, rückläufiger Pluto, sind alles karmische Erinnerungen. Dazu kommt noch Ketu, dieser Drachenkörper. Und das ist eine Berufung. Und das wiederkehrt sich wieder und hier kommt das, wirst du das ausarbeiten und du vergrößerst dich. Und damit hast du Erfolg. Und diese Drache hat auch einen Kopf, dieser Kopf aber getrennt von dem Körper und dieser Kopf kennen wir nicht. Und die Seele sucht das. Ich beschreibe das immer ein bisschen witzig. Ich könnte das mal so sagen, die Seele sagt, oh, wo ist der Kopf, wo ist der Kopf? Ja, der Kopf ist im Fischen. Hier ist der Kopf, der Drache. Das, was deine Seele sucht. Das, was die Seele noch nicht kennt. Das ist erstens die Ursache, die Erkrankungen.
die Geheimnisse des Lebens. Aber weil hier auch Venus und Saturn auch erscheint, befreit zu sein in die Liebe, Partnerschaft und dein Traumleben und erzählen etwas über deine Träume, deine Fantasie. Sag das einfach, vermittle das, weil das zeigt auch Männlichkeit, diesen Mut zu haben, über Gefühle zu sprechen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist wunderschön. Rohini ist die Morgenröte, junge Frau, unschuldig und diese jugendliche Frische. Also, der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt dann, ja gut, ihr dürft heiraten, aber du musst ihre Geschwister aber auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, die Geschwister, und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften und da kommen die Einflüsse von Fixsternen. Dein Aszendent ist Widder und befindet sich im Mondhaus Bharani. Und das bedeutet Urmutter, das Leben, die Instinkt in dir. Und das heißt auch, dein Selbst in Gestalt, in Form zu bringen, wie ein Neugeburt. Und dieser inneren Kind leben, pflegen, ohne Strenge, und Vertrauen, das göttliche Fürsorge, schenkt dir auch Lebenskraft, Lebensenergie, Vitalität und charismatische Ausstrahlung. Sonne befindet sich im Wassermann. Und in diesem Bereich, wo sich dieser Mondhaus, dieser Abschnitt von Tierkreiszeichnen Wassermann, ist ein kleinerer Abschnitt als die gesamte Tierkreiszeichnen. In diesem Abschnitt sind es sehr viele Glückssterne. Und dieses Mondhaus heißt aber Shatabisha 100 Angst oder 100 Glück. Übersetzt heißt es, wie ich das erklären kann, die Glück ist da, aber wenn du Angst hast, dann blockierst du das. Dann können diese Glückssterne dich nicht bestrahlen, weil die Angst blockiert. Mond befindet sich im Stier und dieses Mondhaus heißt Kritika, steht mit den Plejaden in Verbindung. Und diese Plejaden sind die sieben Geschwister, die sieben Regengeschwister. Ich erzähle immer wieder die Geschichte dazu. Hier in diesem Bereich befindet sich den goldenen Tor der Ekliptik. Und rundherum sind die Plejaden und die Hyaden. Die sind die Töchter von Atlas. Und genau in diesem Bereich befindet sich dein Mond. Und hier ist ein Übergang. Und das kann ich so erklären. Astrologisch beginnt sich die astrologischen Jahr mit Tierkreiszeichnen Widder. Und im Tierkreiszeichnen Widder ist die Feuerelement und das zeigt die Begeisterung, die Kraft und die Mut, etwas in Bewegung setzen. Aber das sind noch nicht die Taten, sondern die erste Schritt, die Bewegung. Hier bewegt sich schon etwas, aber man kommt noch nicht ins Ziel an. Die nächste Tierkreiszeichnung, die Stier, zeigt dann die Taten. Weil hier ist Erde-Element, das ist schon die Realität.
Erstmal beginnt alles hier im Widder mit einer Idee, mit einer Begeisterung, dann die Kraft und den Mut, Feuer und Flamme zu sein von etwas und dann übergeht man zum Stier. Hier wird schon Realität, hier nimmt man das alles schon im Besitz. Und hier in diesem Bereich befindet sich diesem Tor, der goldene Tor, die Ekliptik. Aber zurück zum Widder. In Tierkreiszeichen Widder ist der goldenen Fell der Widder verborgen in ein Zauberwald und das hütet auch eine Drache. Und die Argonauten haben diese Fell geholt, aber die müssten auch diese Drache erstmal töten und diese Drache symbolisiert auch wieder die Angst. Und was ist diesen goldenen Fell der Widder? Das ist unserem Aura, unserem Ausstrahlung. Und alles, was wir starten, alles, was wir beginnen im Leben, die Energie, dieser Moment, mit welchen Energie wir starten, das ist die stärkste Energie, weil das prägt alles. Diese Momente zählen. Und so wie Hermann Hesse auch sagt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Genau das ist es, diese Zauberkraft. Und dann darauf achten, mit welcher Stimmung, mit welcher Einstellung, mit welcher Energie wir etwas starten. Das ist eigentlich hier gemeint. Das ist die goldenen Felder wieder, was unsere Ausstrahlung, unsere Aura betrifft. Und das hat eine Funktion, weil das ist die Anziehungskraft. Und Gleiche zieht Gleiche an. Und diese Aura kommt von unserem Inneren, von unserem Denken, Fühlen. Und hier ist dieser Reinigungsprozess im Widder und dann übergehen wir durch diesem goldenen Tor im Stier, wo dein Mond befindet. Und diese Plejaden haben einen Einfluss dazu. Und hier durch diesem Tor entscheiden wir uns, ob wir die Verlierer sind im Leben oder die Gewinner im Leben. Sind wir pessimistisch oder sind wir optimistisch? Und dazu erzähle ich immer die Frau Holle, die Geschichte von Frau Holle. Sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Und das hat einen Einfluss auf deinen Gefühlszustand oder auf dein Unbewusstes. Achte immer, dass du, egal was du beginnst mit deiner Begeisterung, und das hast du auch mit Wiederaszenden, und dann achte auf die Einstellung, dass du immer dieses Vertrauen hast, diese optimistische Haltung, dann geht alles in die richtige Richtung. Mars befindet sich in Skorpion. Dieser Mondhaus heißt Anuradha und schenkt Glück. Die indischen Astrologen sagen, hier zeigt sich auf Elefanten reiten und das heißt Reichtum, Wohlstand, dieser Elefant, oder symbolisiert auch Glück. Also das ist deine Kraft, deine Mars-Energie, deine Kraft. Wenn du deine Kraft auf etwas einsetzt, du hast immer Glück und Wohlstand. Auf Elefanten reiten, Wohlstand, Glück. Merkur ist hier oben im Steinbock, dieser Mondhaus heißt Shravana. Übersetzt bedeutet das zuhören und nicht zuhören, was andere meinen, sondern zuhören, was deine innere Stimme sagt, weil daran liegt die Weisheit. Dieser Mondhaus steht auch mit Adler in Verbindung. Du brauchst einen Adlerblick oder hast du diesen Adlerblick, einen Adlerblick, einen Weitblick und dann kannst deine Geschäfte aufbauen. Du erkennst die Zusammenhänge, du hast diesen Weitblick. Jupiter ist rückläufig im Jungfrau, hier im sechsten Lebensbereich. Hasta bedeutet Handeln, Handlungen und wird von Windermiatrix bestrahlt. Und Windermiatrix ist die Weinleserin und symbolisiert Früchte, das trägt Früchte.
Also alles, was du beruflich startest, wenn du handelst mit Lebensfreude, das trägt auch Früchte. Venus und Saturn hier in Fischen, das ist die letzte Mondhaus und das bedeutet, du bist da angekommen. Du bist in die Liebe angekommen. Und Angst loslassen. Du bist angekommen, das ist ein krönender Abschluss. Uranus ist rückläufig im Jungfrau und bedeutet, oder befindet sich im Mondhaus Uttarapalguna und das heißt, jetzt ist die Zeit gekommen zum Ernte. Du hast das schon ausgesät in früheren Leben und das ist deine Arbeit, ich würde sagen, das ist Richtung Medizin und jetzt brauchst du die Reife. Dann kommt die Vollendung, aber bleib im Vertrauen, weil jetzt kommt die Zeit, die Ernte. Du wirst Ernte oder es trägt Früchte, du wirst diese Ernte bekommen. Neptun ist im Skorpion, im selben Mondhaus wie dein Mars und das heißt Anuradha auf Elefantenreiten. Neptun zeigt deine Träume. Wenn du deine Träume lebst, dann hast du Glück und lebst im Wohlstand. Pluto ist im Jungfrau, im selben Mondhaus wie Uranus, Uttarapalguna. Jetzt ist die Zeit gekommen zum Vollenden und bringt Ernte. Ketu, diese karmischen Knoten, ist auch im selben Mondhaus Uttarapalguna. Jetzt ist die Zeit gekommen, es muss noch reifen, aber dann kommt die Ernte. Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und das heißt, reinigen die Gefühle, reinigen die Gedanken, die Fluss des Lebens vertrauen, das Geben und Nehmen im Gleichgewicht halten, weder Täter noch Opfer, sondern selbst zu sein und diesem Selbst leben in die Liebe Partnerschaft. Noch die Verbindungen. Deine Sonne steht in Verbindung zum Neptun, steht auch mit Uranus in Verbindung. Uranus ist rückläufig und ich habe falsch gesagt. Sonne steht mit Jupiter in Verbindung und mit Uranus, genau, so ist das richtig. Deine Sonne steht mit Jupiter in Verbindung und deine Sonne steht auch mit Uranus in Verbindung. Und dieser Aspekt heißt Quinkungsaspekt. Und das kann ich so erklären. Stell dir vor, es ist vor dir ein Pendel. Und dieser Pendel bewegt sich nicht. Und jemand fragt dich, du sollst jetzt sagen, was passiert in die kommenden paar Minuten, was wird dieser Pendel tun, in welche Richtung wird ausschlagen. Was würdest du antworten? Du würdest antworten, ich weiß es nicht. Du würdest sagen, ich habe keine Ahnung. Bewegt sich nach links oder rechts, kann sogar sein, dass dieser Pendel gar nicht bewegt oder kreist. Du hast da keine Ahnung. Und dieses Gefühl hast du in dir, wenn das um Veränderungen geht, und das ist die Uranus-Energie, oder wenn du etwas vergrößern solltest, oder wenn du mit deinen eigenen Größen bewusst sein sollst, dann kommt diese Unsicherheit.
wo du sagst, okay, ich sollte etwas vergrößern, etwas verändern mit meinem Größen, auch Bewusstsein, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Genau dieses Gefühl löst diese Quinkungsaspekt aus. Und diese Unsicherheit sollst du immer überwinden, weil dann geht es weiter. Mond steht in einer sehr guten Verbindung zum Pluto und das zeigt deine inneren Kraft, deine Überzeugungskraft. Mars steht mit Neptun in Konjunktion und das heißt, die wirken zusammen. Ja, das kannst du gar nicht trennen. Und Neptun zeigt etwas Mystisches an dir, immer etwas Undurchschaubares, Geheimnisvolles. Du bist als Mann sehr geheimnisvoll. Aber entdecke auch die Neptun-Energie, deine Träume, deine Visionen, deine künstlerische Begabung. Und das ist die Kraft in dir, was du verwirklichen kannst. Das sind auch Talente und Fähigkeiten. Uranus steht genau gegenüber von Rahu und Uranus steht in Verbindung zum Ketu. Das heißt, Uranus zeigt, dass du außergewöhnlich bist und dass du einen außergewöhnlichen Talent hast, in beruflichen. Und das kannst du verwirklichen und das sollst du auch verwirklichen und diese Umbrüche, Veränderungen nicht davonlaufen, sondern das auch diesen Mut zu haben, das zu tun. Und da hast du karmische Themen, karmische Erinnerungen. Und das ist kein Bücherwissen, sondern du hast altes Wissen, altes medizinisches Wissen in dir und das sollst du vertrauen. Und das mit diesem Wissen schaffst du den Durchbruch. Und das, was hier diese Ketu-Uranus-Konjunktion zeigt im Jungfrau in Arbeit. Liebe Amarillo, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.